Die Erfindung der Zeitmaschine. Dr. Ludwig Meyer arbeitete in einem abgelegenen Labor tief in den Wäldern von Deutschland an seinem neuesten Experiment, einer Zeitmaschine. Als anerkannter Wissenschaftler und Erfinder war er überzeugt, dass er die Grenzen der Realität überwinden und in die Vergangenheit reisen konnte. Nach einer langen Arbeit und vielen Rückschlägen war es endlich soweit. Dr. Meyer betätigte die Zeitmaschine und trat zögerlich in den leuchtenden Wirbel aus Energie. Sekunden später befand er sich in einer fremden und bedrohlichen Atmosphäre. Dr. Meyer erkannte, dass er sich in einem düsteren und verlassenen Dorf befand. Die Häuser waren verfallen, die Straßen mit Unkraut überwuchert und ein unheimliches Schweigen herrschte über allen. Er versuchte, einen Ausweg zu finden, doch die Zeitmaschine war spurlos verschwunden. Er hörte ein leises Wispern und das Knistern von Zweigen. Aus den Schatten traten groteske Gestalten hervor, die halb Mensch, halb Tier und blutverschmiert waren. Dr. Meyer erkannte mit Schrecken, dass er nicht nur durch die Zeit gegangen war, sondern auch an einen gefährlichen und unbarmherzigen Ort. Inmitten der finsteren Kreaturen und der heruntergekommenen Kulisse kämpfte Dr. Meyer um sein Überleben. Jede Ecke versteckte neue Gefahren. Jedes Geräusch ließ sein Herz schneller schlagen. Er gab nicht auf, einen Ausweg zu finden und die Zeitmaschine wiederzufinden, bevor es zu spät war. Während er durch die Ruine des Dorfes ging, stieß er auf ein Geheimnis, das alles veränderte. Die Bewohner des Dorfes wurden durch einen grausamen Fluch vergiftet, der ihr Blut vergiftete und sie in blutrünstige Monstrositäten verwandelte. Und nun war Dr. Meyer gefangen zwischen Vergangenheit und Albtraum. Nachdem die Nacht hereingebrochen war und die Bedrohung immer größer wurde, konnte Dr. Meyer endlich die Zeitmaschine aufspüren. Mit letzter Kraft und dem Wissen, dass er wahrscheinlich nie wieder in seine eigene Zeit zurückkehren würde, aktivierte er das Gerät und wurde von einem gleißenden Licht umhüllt. Als er die Augen öffnete, fühlte er sich erschöpft und traumatisiert. Jedoch war etwas nicht in Ordnung. Die Luft war schwer und drückend. Der Boden war mit Blut verschmiert. Dr. Meyer erkannte mit Entsetzen, dass er nicht allein zurückgekehrt war. Die Wesen aus der Vergangenheit waren ihm gefolgt. Dr. Meyer kämpfte in einem verzweifelten Kampf gegen die blutrünstigen Kreaturen um sein Leben und die Sicherheit der Welt. Je mehr er sich gegen sie wand, desto stärker wurden sie, angeführt von einem Schatten aus der Vergangenheit, der nach Rache dürstete. In einem letzten verzweifelten Akt gelang es Dr. Meyer, die Zeitmaschine zu überlasten und einen enormen Zeitriss zu erzeugen. Die Kreaturen verschwanden in einen Strudel aus Raum und Zeit, während die Realität zu zerfallen begann. Als seine Welt in Dunkelheit versank, erkannte Dr. Meyer, dass sein Experiment katastrophal gescheitert war. Die Zeitreise, die schiefgegangen war, hat nicht nur sein Leben zerstört, sondern auch das Gleichgewicht der Zeit selbst zerstört. Während das Universum in Unordnung geriet, verschwand Dr. Meyer für immer in den Wirbeln der Zeit.